Hallo und willkommen zur neuen Folge von BBQ aus Rheinhessen. Heute zeige ich euch, wie wir Salsiccia machen, italienische Bratwurst. Dafür habe ich mir Schweinedarm besorgt, den werden wir nachher schön füllen. Wie wir den füllen, was wir dafür brauchen, zeige ich euch gleich. Der Schweinedarm ist in Salz eingelegt. Das erste, was ihr also macht, ist, ihr packt ihn aus und wascht das Salz ab. Und danach lasst ihr ihn für eine gute halbe Stunde in lauwarmem Wasser ziehen, dass also schön geschmeidig wird und gut gefüllt werden kann. Bevor wir das Fleisch wolfen, zeige ich euch erstmal, was wir an Gewürzen brauchen. An Gewürzen und an anderen Zutaten brauchen wir frischen Koriander, 50 Gramm Salz, 25 Gramm Pfeffer, knapp 10 Nelken, Knoblauch, Fenchelsamen, Zimt, Paprika, rosenscharf und im Originalrezept schreiben sie Rotwein. Ich kenne das Rezept aber mit Ouzo, dementsprechend Ouzo. Aber auch halt nur ein Pintchen voll, das zeige ich euch aber später. Los geht es jetzt erstmal damit, dass wir die Nelken und die Fenchelsamen, von den Fenchelsamen ungefähr 2 Esslöffel in einer Pfanne anrösten. Den Pfeffer werden wir auch mit anrösten, dass eben sich die Aromen richtig entfalten und dann wird das Ganze im Mörser klein gemörsert. So, inzwischen ist die Pfanne heiß und die Fenchelsamen und die Nelken beginnen ihren Aroma abzugeben. Also der Duft ist hier schon mal sehr gut. Die Pfanne kann ich jetzt eigentlich schon wieder ausmachen, bevor mir das verbrennt. So, man sieht jetzt schon, dass die Fenchelsamen jetzt schon leicht bräunlich werden. Und es wird Zeit, die jetzt aus der Pfanne zu retten. So, die noch heißen Fenchelsamen werden jetzt klein gemörsert. Zusammen mit dem Pfeffer und mit den Nelken. Hier ist jetzt also die fertig gemörserte Fenchel-Nelken-Pfeffermischung. Da kommen jetzt also 50 Gramm Salz dazu. Eine Messerspitze Zimt. Und dann 2 Esslöffel Paprika rosenscharf. Das Ganze dann gut durchmengen. Und das ist dann erstmal die Gewürzmischung für das Fleisch. Und jetzt wolfen wir das Fleisch. Weiter geht's mit den Zutaten, die in den Fleischwolf wandern. Ich habe hier erstmal 5 Knoblauchzehen, dann habe ich hier 2,5 Kilo Schweineschulter ohne Knochen und hier habe ich 700 Gramm weißen, ungeräucherten Schweinespeck. Normalerweise heißt es, man nimmt diesen grünen Speck, diesen Lardo-Speck, habe ich jetzt nicht bekommen. Ich denke, der wird es genauso tun. Das wird jetzt alles in feine Würfel, in Würfel geschnitten und wandert in den Fleischwolf und dann machen wir weiter. Das sind also jetzt die Zutaten, die dann in den Fleischwolf kommen. Das klein geschnittene Schweinefleisch und eben die 5 Knoblauchzehen. Dann schmeißen wir den Hobel mal an und wolfen das Ganze durch. So, hier ist also jetzt unser Schweinefleisch frisch durch den Wolf gejagt mit dem Speck. Das wird jetzt schön mindestens 1 Minute lang mit den Händen vermengt. Die Gewürze kommen dazu und was da noch rankommt, zeige ich euch. Als nächstes kommt der Koriander dazu. Den müsst ihr jetzt möglichst fein hacken. Erstmal die Wurzeln runterschneiden. Und dann wirklich ganz kleine, so ich denke von der... Das ist so in Ordnung. So, der Koriander ist jetzt drin. Dann kommt die Gewürzmischung da dran. und auf die Menge Ouzo insgesamt 8 Zentiliter, also 2 große Gläschen. So, und das Ganze wird jetzt eben 1 Minute lang mit den Händen ordentlich vermengt, dass es ein richtig schönes Brät gibt, und dann werden die Würstchen gefüllt. So, hier seht ihr jetzt das fertige Setup. Oben haben wir möglichst viel Brät schon mal reingepackt, der Darm ist aufgerollt. Jetzt drücken wir erstmal das Brät ein bisschen rein, damit eben die Tülle hier gefüllt ist. Und dann ziehen wir den Darm drüber, verknoten ihn und dann versuchen wir so wenig Luft wie als möglich in die Würstchen zu kriegen. Schauen wir mal, wie es wird. So, das Brät ist in der Tülle, Knoten ist drauf, dann schmeißen wir mal an. So, das ist also am Ende mal rausgekommen. Ein ganzer Berg Wurst. Aber Leute, ich kann euch sagen, es hat schon seine Berechtigung, dass es professionelle Wurstfüller gibt. Das kann man mal machen, aber boah, wir haben jetzt 1,5 Stunden, naja, vielleicht nicht 1,5, aber doch 1,5 Stunden vielleicht rumgebastelt, bis wir die Würstchen fertig hatten. Jetzt geht es eben noch darum, dass wir kleinere Würstchen draus machen. Ihr nehmt euch ein Stück von dem Würstchen, haltet es krumm, drückt ein bisschen ab und dann dreht ihr es einfach mal. Wieder ein Stück nehmen, wieder ein bisschen krumm machen, abdrücken und immer so weiter. Und dann bekommt ihr wunderschön gleichmäßige Würstchen. So. Ich drehe jetzt die anderen noch fertig ab und dann geht's raus an den Grill. Wie man sehen kann, ist das mit dem Würstchen eine ziemlich fettige Angelegenheit. So, die Würstchen sind fertig. Leute, ich kann euch sagen, das ist eine sehr fettige Angelegenheit. Gut, wen wundert's bei so und so viel 100 Gramm Fett. Ja, aber die werden sicherlich sehr lecker sein. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Demnächst mache ich noch ein Video mit mehr Gästen. Ich hoffe, die sind nicht ganz so fettig, dass einem der Grill fast um die Ohren fliegt. So, wir werden jetzt mal probieren. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. BBQ aus Rheinhessen.